Die USA und die Türkei haben sich auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. Die Türkei werde ihren Militäreinsatz gegen die Kurdenmilizen 120 Stunden lang stoppen, sagte US-Vizepräsident Mike Pence, der gerade in Ankara zu Besuch ist. Die USA hatten zuletzt wegen der Offensive Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Am Mittwoch kam außerdem ein Brief von US-Präsident Donald Trump für den türkischen Staatschef Erdogan ans Licht, in dem Trump Erdogan auffordert, die Militäraktion zu beenden. Ziel der jetzt beschlossenen Waffenruhe ist es, dass Kämpfer der YPG-Miliz abziehen können. Diese Phase habe bereits begonnen, so Pence. Nach dem vollständigen Abzug der Kurdenkämpfer soll die türkische Offensive dann ganz beendet werden. Noch kurz vor dem Besuch von Pence hatte Erdogan eine Waffenruhe ausgeschlossen.